Tag, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance Gamer. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Objektiv ist dreckig. Hallo. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Flo und ich haben in einem Breakfast Club Knoblauch mit Knoblauch gehabt auf Mais. Hier, geh mal auf den Tisch. Ich habe viel erwartet, ich habe es aber nicht erwartet, dass es das ist. Wir, hallo? Mir geht's super. Wie viel sind wir zu spät? 45, ne? Wir sind ein paar Minuten zu spät. Das ist eine Klobürste. Staubwedel. Staubwedel. Ja, aber klar, den fetten Film. Ist das geil? Ich weiß nicht, was ich gegessen habe. Ich höre mich manchmal an wie Helikopter. Oh, ist das assi. Ist das asozial. Du bist ja eigentlich noch in der Probezeit, so, ne? Yeah. Das ist ja quasi wie so ein Lehrling, ne? Hab ich da drauf gesagt? Ich glaube, es kam aber nicht aus deinem Mund, glaube ich. Es kam irgendwo anders. Aus dem Hintergrund, aus dem Background. Ja. Also pass auf diesem Tisch von diesem Büro, da ist ein Schlüssel drauf. Ja. Den bräuchte ich einmal. Da steht einer so Mann. Ja, der Traum. Man kann auf den Kameras mal beobachten, wo er schon ist. Sitzt mit der Kamera auf dem Fahrersitz gerichtet zu dem Auto. Drei. Zwei. Ich muss auch echt sagen, ich bin jetzt auch, komm mal her, das Original. Okay, das habe ich noch nicht gehört in meinem Leben. So Originalteil Nazis. Hübscher Mann, ne? Sehr hübscher Mann. Mhm. Wie man sieht, sind wir nicht. Drei. Die wollten nicht. In Dortmund. Und auch frisurentechnisch ist das, glaube ich. Ich glaube, wir haben sogar denselben Friseur. Ja, hi. Hallo. Du auch hier? Ja. Honestly. She wasn't ready. Aua. Hey, du musst gekocht zuerst, siehst du? Aber du musst den restlichen Kadaver da noch reinfischen. Ja. Das braucht keiner. Also meine Salty Balls haben auf jeden Fall eine Tür jetzt hart penetriert. Ich weiß, viele von euch haben gedacht, dieses Video lässt sich nicht steigern. Doch, es geht. Es ist Montag, ne? Ja. Ne? Krankenschein läuft. Du bist eine kleine linke Sonne. Was sagst du mir in dem Jogger? Da brauchst du mit deinem AMG hier gar nicht auf dicke Welle machen. Dein Auto, was würdest du machen? Die Flamingos als Zeiger. Machen Sie, tauen Sie was. Ja, Kacktickets verteilen. Was hat der hier, ne? Ja, ehrlich. Die Karomannummer. Scheiße. Muss abgeschleppt werden. Scheiße! Ja. Lass mal gucken, 38. Boah, ich hab's jetzt sogar geguckt, was. Doch, 11.38, haben wir den Termin. War das 11.38? Ja, ja. Hallo, wir haben genau 10.41 Uhr. Weißt du, was das heißt? Ich bin pünktlich! Du bist pünktlich. Aber mein Deutsch ist nicht so nice. Alter! Was ist mit dem McLaren passiert? Ist er einmal durch den Philipp Plein-Laden gekracht oder was ist passiert? Das ist also dieser Geschmack von Freiheit. So schmeckt das also. Ey, ich fühle mich richtig wohl vor so einer Karte. Ja, vor allem bist du auch gerade überhaupt nicht rot. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Das sieht so ein bisschen aus wie das Rheinland-Pfalz von Japan. Das ist verdächtig. Das ist so cool. Ey, Mary Poppins, was geht denn mal hier? Engin, 10.45. Nee, heute nicht. Was? Warte, warte. Mach erstmal eine Arbeit nach der anderen, weißt du? Ich hätte die Hälfte vergessen den Monat. Alter. Ja,
fotogen. Du bist fotogen. Oh, danke sehr. Ja, mein Schatz! Ah, ihr kennt bestimmt alle die Storys von Flo, ne? Und ich bin mir sicher, da sind so 1% bei von den Leuten, die auch so denken so, das kann doch nicht echt sein, das verarscht uns doch, das ist doch nie im Leben so passiert. Ich weiß nicht, ob der das kann. Okay. Aber wenn ich mich so schräg fahre. Ah. Ich war jetzt dabei. Ich war live dabei. Und es ist echt lustig. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich mehr. Flo schließt ab. Geht zu der Nachtklappe hin. Schmeißt den Schlüssel rein. Er geht ungefähr 20 Meter weiter und sagt, ich hab mein Handy im Auto. So, Scheibenwischer hoch, Glasreiniger drauf, abreiben. Mhm. Hast du gemerkt? Scheibenwischer hoch, Glasreiniger drauf, abreiben. Das war schon Limit für dich, hab ich gemerkt. Wenn du so hast, ist da hinten ziehen dann gleichmäßig. Nach da, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, das ist halt so dieses Komplizierte daran. Das ist nur so ein Dichter. Können wir schauen? Nee, und da kommt nichts mehr. You still have your GoPro, but the confuser is no more. Sorry. Hi. Hi. Guten Morgen, meine kleinen süßen Mäusekind. Hi. Aber würdest du das täglich fahren wollen? Ja. Hi. Hi. Alles weg. Nee, alles weg, Digga. Geht's dir gut? Ja. Ich mach keine richtige Fahrt. Nee. Digga, geil. Ja. Ich weiß, als normaler VAG-Boy wirst du denken, was soll das? Aber als JDM-Boy ist das ganz, ganz toll. Bruder. Ich glaube nicht, dass er das selber war. Und dieser Herr ist sehr penibel mit seinen Autos und dieser Herr liebt Felgen. Das ist nice, nach hinten rechts, so ist richtig schön, ne? Also wir haben gerade gelernt, in der Kantine, heute gibt's Fischstäble. Und das heißt nicht Trollbraten, sondern Trollinge. Ein Trollinger. Der Ausdruck liegt nicht an mir! Der haut mich voll aus der Reserve! Das hier sind 5 Sterne bei GTA. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. I don't know explain. Nein, ich habe mich fast eingeschissen, Alter. You're smart. People don't say it, but I think it. Wir machen das ganz, ganz vorsichtig. Und wenn es nicht geht, Fabio? Gibt's immer Jobs bei Fiat, ne? Ich hielt noch für meine Synchronstimme als SpongeBob. Er hat sich heute schicker gemacht als sonst. Wo denn? Immer. Die Haare so. Jetzt kommt nur 64, ne? Ja, genau. Und dann musst du halt so viele Punkte sammeln und dann hast du gewonnen. Und dafür kriegst du Gehalt? Ja. Von 10.000 Menschen, wie viel würden diese Farben haben? 15 zu viel hast du. Was kostet das? 60 Euro. Was, 20? Und dann, also, wie soll man machen? Jetzt zieh ab irgendwas. Keine Ahnung. Rudi, jetzt haben wir dich! Guck dir ja. Dich! Oh, Buddy, Buddy! Hier ist noch nicht mal Whitebody drauf, ne? Also, noch nicht mal! Ich werde alt. Cringe. Wir hatten mal eine gemeinsame Vergangenheit sozusagen. Ja. Und das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir fragen mal einen Profi-Tuner. Flo. Du meinst mich? Die Spange. Die Spange. Die auch. Schwarz, die wird matt. Schwarz. Ja. Matt. Ja. Nicht glänzend. Nein. Okay. Ja. Matt. Das geht, ne? Das geht. Flo will ja gerne Flamingos haben als Drehzahlmesser. Als Zeiger. Zeiger als Flamingos. Als Zeiger. Ja, sympathisch weggelacht. Oh! So spannend, mein Auge zuckt schon wieder. Wir müssen. Nein!
Nein! Alles eingetragen an dem Auto? Ja. Run. Wir kommen jetzt zum Herzstück der MPU, dem psychologischen Untersuchungsgespräch. Genau. Dem Lenker hat es aber schon spannender, ne? Ja, natürlich, klar, brauchen wir aber. Ich habe mich immer gefragt, wie so ein Typ aussieht oder wie zufrieden ein Typ aussieht, der seinen ersten eigenen Bang Bus gekauft hat. Was hat der denn hier gebaut? Was hat der Typ denn hier gebaut? Richtig. Hallo, der Flo hat gesagt, ich sollte nochmal Tschüss sagen, weil es ja Weihnachten so. Heute ist Weihnachten, ne? Heute ist Weihnachten. Verdammte Scheiße. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschmunzelt und ein bisschen gelacht. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß dieses Jahr. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes, frohes Fest mit ganz viel Geknutsche und Liebgehabe. Und auch Streiten ist ja auch mittlerweile Standard. Also Stress gehört ja auch an Weihnachten dazu. Also für all die, die gerade Diskussionen und Stress haben, tut den Stress mal zur Seite und gebt einfach mal einen dicken Kuss. Oh, das müssen wir immer nochmal machen, da hat was nicht gestimmt. Nein? Nein, mein Witz. Du kleines Arschloch. Okay. Ja, ich bin immer noch krank. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachten. Hab euch ganz so lieb. Der Flo auch? Euch alle. Euch alle. Pony, du auch? Ich auch. Alle auch. Der Rest ist nämlich krank. Bis nächstes Jahr.